Willkommen zurück, meine Lieben, bei Elden Ring. Wir sind hier immer noch in diesem Höllenort. Ich weiß nicht genau, wo die Walze hingeht. Okay, die kommt schon wieder. So ein bisschen aufpassen. Ich versuche, dass die hier da hochgeht. Dann müssten wir ein bisschen Zeit haben. Um hier nach links zu rennen. Ja, ich glaube, die ist schon wieder da. Oh. Ja, mal den da drüben. Wo ist die Walze? Okay, du bist tot, wenn die Walze kommt. Die Frage ist, worauf wartet sie? Wo zur Hölle ist die überhaupt? Da unten liegt Loot. Okay, die kommt von da oben. Schauen wir mal, wie weit es runter geht. Wie lange brauchst du? Geht einigermaßen. Gehst bis wohin? Okay. Das ist eher schlecht. Ich habe eine Idee. Komm hier hoch, Walze. Komm hier hoch. Genau. Und das sollte es uns erlauben, darunter zu rennen. Oder? Ja, es geht wieder hoch. Okay, Jungs. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das hat geklappt. Oh! Ach, das wird ein Bossfight sein. Ah, oh, es hat fast geklappt. Ich dreh durch. Ey, was haben wir überhaupt gekriegt? Dammit. Was haben wir gekriegt? Ich weiß es nicht mehr. Sah unwichtig aus. Vielleicht eine Rune? Oder hier irgendwas? Nee, so. Gräbertallilie. Versteckt Asche auf plus 1. Asche? Okay, es ist irgendein Upgrade-Material. Ah, sind das die Wölfe zum Beispiel oder die Qualle? Gehören die zu den Aschen? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Finden wir bestimmt irgendwie raus. Okay, haben wir dich. Und der nächste. Okay, warten, bis die Walze wieder hoch. Oh.
Okay, das war unschön. So, warten, bis sie wieder hochkommt. Gut. Kein Fallschaden. Und rennen. Ich glaube, die Walze ist nicht so schlau. Wir konnten da einfach hochrennen. Ich werde jetzt einfach durch. Ich werde versuchen durchzurennen. Weil so weit ist es nicht. Wir müssen nur bis hierhin. Und dann hier durch. Was auch immer auf uns wartet. Ein Boss. Baumgeist. Wow. Ich sehe nichts. Ich will zumindest sehen, wie viel Schaden wir machen. Oh, meine Güte. Marikas Pfahl. Oh. Okay. Nice. Wir können direkt vor dem Boss respawnen. Das ist sehr zu freundlich. Das kann doch nicht so schwierig sein, dieses Vieh zu treffen, oder? Also Schaden ist nicht so pralle. Aber es könnte reichen. Je nachdem, wie viele Phasen dieses Vieh hat. Okay, interessant. Wow! Okay, da kommt ein Mad Dash. Wir müssen natürlich erstmal das Pattern lernen. Aber das Gute ist, wir werden direkt vor dem Boss wiederbelebt. Von dem her ist super. Oh, Mist. Dann sieht man halt einfach gar nichts mehr. Oh je, ich glaube, ich gebe die 1500, die wir da haben, auf. Ich glaube, das ist es nicht wert, die jedes Mal einzeln zu sammeln. Ist ein bisschen groß, der Boss. Hat massive Kameraprobleme. Bin ich jetzt nicht unbedingt ein Fan von, aber wir kriegen den schon irgendwie platt. Er ist nicht der schnellste. Man sieht auch nicht, was ein Angriff ist und was nicht. Okay, das war ein Tail Dash. Ich sehe nichts. Meine Güte. Was für ein chaotischer Kampf. Autsch. Das ist kein guter Bossfight. Aber wir kriegen ihn irgendwie platt. Wir werden ihn natürlich töten. Aber es ist kein guter Bossfight. Es ist alles, was ich hier tue, ist komplett Luck. Es ist unmöglich zu sehen hier, was ein Angriff ist und was nicht. Habe ich das Gefühl. Und die Kamera ist zur Hölle. Wow.
Ah! Ich glaube, das ist so ein Grab-Attack, oder? Naja, zumindest ist es nah. Und die Sache ist die, ich denke, wir werden den jetzt so lange machen, bis er tot ist. Aber weil ich keine Lust habe, hier nochmal durchrennen zu müssen. Ich denke mal, dass nachher ein Checkpoint kommt, wo wir dann auch hinwarpen können. Von dem her... man sieht einen Scheiß! Was zur Hölle ist... Ah, das Ding wurde nicht getestet. Also, das kann mir doch keiner sagen, dass das so ordentlich getestet wurde. Ah, das ist wieder so einer der... Boss der übelsten Sorte. Meine Fresse. Oh, wir werden am Ende ein Boss-Ranking machen. Ich bin mir sicher, dass der irgendwo... unten... Bin wieder gegrabt, glaube ich. Also man muss erstmal dem ersten Angriff ausweichen können. Und daran hapert es schon, momentan. Irgendwann werde ich aus Versehen und am falschen Ort wiederbeleben. So. Vielleicht sollte ich die leichten Angriffe verwenden. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was er tut. Tailswipe. Autsch. Ich glaube, nah an ihm dran stehen ist schon keine schlechte Idee. Tiefenwahrnehmung ist auch komplett verzerrt hier. Okay, wir haben fast keine Heilung mehr. Oh, ist er räudig. Warum treffe ich ihn nicht? Was hat mich da erwischt? Okay, das ist eine Explosion. Da muss man weggehen. Wir haben ihn fast so 50% unten und ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Einfach mad rollen und Button Mashing. Oh je. Oh, was für ein Boss. Wir sind hier definitiv zu früh dran. Hau. Okay, jetzt hat er mich gegrabt. Scheint aber kein Instant-Tod zu sein. Okay. Was tut er? Oder S? Ne, das war ein... hat er zugehauen. Au!
Au! Mann, lass das. Okay, dem kann ich mittlerweile, den sehe ich, kommen. Autsch. Oh. Das ist zweite Phase. Glaube ich. Ah, wir haben nicht mal zu 50% unten. Oh je. Ich mache zu viele Fehler, weil ich sehe die Angriffe gar nicht. Ich weiß nicht, wann er einfach dumm rumhampelt oder wann es tatsächlich ein Angriff ist. Autsch. Okay, hin. Autsch. Ah, ich habe mich vergessen zu heilen. Problem ist, wir haben zu wenig AP. Wir werden getwoshottet und das ist nicht gut. Ich meine, wir kommen hier relativ schnell wieder hin. Wir könnten uns dann auch ein bisschen aufsparen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, der ist nicht so wirklich spaßig. Kein guter Boss. Wir probieren es noch ein bisschen sicher in der Episode. Au. Ich sehe die Angriffe nicht. Er rennt da einfach im Zeug rum und keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, einfach wild drauf losrollen ist das Sinnvollste. Aber naja. Ah, der hat mich erwischt. Ach, komm schon. Ich sehe nichts. Baumgeist mit Geschwüren. Ui. Wir kommen eigentlich hier schon wieder hin. Wir müssen den jetzt nicht unbedingt jetzt machen, obwohl ich... keine Lust habe, noch eine Folge mit dem zu verbringen, aber was soll's. Ach. Okay. Vielleicht kriegen wir es irgendwie mal hin, die Patterns zu lernen. Okay, das ist Angriff und dann macht er mit dem Schwanz was. Und das ist der Grab, den eigentlich relativ einfach auszuweichen ist. Aber diesmal habe ich es nicht geschafft. Okay, vielleicht gibt es tatsächlich irgendwie, sieht man das kommen. Vielleicht, keine Ahnung. Es hat so das Wächteraffe-Probleme. Er zappelt da irgendwie rum und... ach, Mist, schon wieder...
Okay, ich weiß nicht, was er tut. Sollte man da vielleicht nach links gehen? Ich weiß es nicht. Und da smasht er seinen Kopf. Okay, ich muss mir... Vielleicht sehe ich irgendwann, was er tut. Momentan noch nicht. Und sieht alles ein bisschen gleich aus. Okay. Man sieht's nicht. Es ist, das Zeug ist außerhalb der Kamera. Was willst du tun? Gib mir auch Flashbacks an den blöden Tausendfüßler in Sekiro. Okay, und nun? Den sehe ich. Kann ich auch dementsprechend ausweichen? Das geht auch, wenn ich genug nah dran bin. Was macht er? Irgendwas. Da muss man einfach schnell an ihn ran. Okay. Oh, da kann man einen Special-Angriff machen. Nicht schlecht. Au. Au. Na, was machen wir? Oh. Haben wir Glück gehabt. Was denn? Ich... Ah, jetzt hat er mich gegrabt. Ich bin tot. Sind die Moves leicht unterschiedlich in der zweiten? Ah, dammit. Der Schwanz-Ding habe ich sonst immer ausgewichen. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht ging. Warum hat er mich da erwischt? So, hinten bleiben, tut mir leid, ich muss mich konzentrieren. Okay, den habe ich jetzt gesehen. Vielleicht lernen wir.
Okay, wieder hin. Au. Ah, das war, glaube ich, eine Backhand oder so. Aber wir haben leicht zu wenig HP. Er macht immer ein bisschen mehr als 50% Schaden. Und wenn er mich einmal trifft, ja, Two-Shot ist doof. Er hat einen guten Versuch. Ich glaube, am Anfang nach links zu auszuweichen ist gar nicht schlecht. Au. Was macht er da wieder? Okay. Na? Keine Backhand. Okay. Ja, jetzt kommt eine Backhand. Und tot. Das ist der Two-Shot wieder. Ich denke, wir brauchen mehr HP für den. Ich könnte es mit dem Amulett probieren. Ich glaube, es macht nicht den Unterschied. Ich glaube, es ist besser, uns versuchen, wieder hochheilen zu lassen. Na? So, weiter zuhauen. Okay, jetzt ist er zu weit weg. Au! Der Peitschen oder der Kopfschmeißer. Keine Ahnung, was das genau ist. Okay, wir sind wieder an ihm dran. Spezialangriff. Ich sehe nichts. Heilung. Ah, die Backhand. What? Ich dachte, ich wäre weit genug weg, aber anscheinend nicht. Ah, wir kommen hin und wieder in die zweite Phase. Und ich weiß noch nicht, inwiefern sein Moveset dann unterschiedlich ist. Da fehlt mir noch ein bisschen die Erfahrung. Okay, Ausdauer. Was machst du? Autsch, zu früh. Ja, wir sind noch nicht tot, aber fast. Auch gut ist, dass man dann abvisiert wird. Richtig klasse gemacht. Keine Ahnung, warum das ein Ding ist. Jetzt machen sie diese Art von Spiel schon seit 10 Jahren und das Problem herrscht immer noch, dass man teilweise einfach abvisiert wird. Meine Fresse.
darf doch nicht wahr sein. Bin wieder gegrabt. Okay. Wieder an ihn ran. Ah, die Backhand. Und dann kommt irgend so ein Tailswipe. Ja, das Problem ist der Ring ist halt auch eigentlich für den Arsch. Ich hoffe immer, dass der Ring dann mich so weit hochheilt, dass ich nicht ein One-Shot bin, aber passiert irgendwie nie. Ach, komm schon. Okay, was machen wir? Oh, das ist schlecht. Hätte ich was machen können. Glück gehabt, dass ich da aussah. Ich hab gerollt. Eigentlich rechtzeitig. Anvisieren. Man sieht überhaupt nicht, was er tut. Einfach in ihn rein ist vielleicht am besten bei dem Dive. Ich sehe nichts. Oh. Glück gehabt. Und getushottet. Mann, ich möchte die zweite Vase sehen. Ah, okay. Wir machen einen Break. Wir machen noch eine Folge mit dem Typen. Und ansonsten, wenn wir in einer Folge nicht schaffen, dann werden wir was anderes tun. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate.